Bei Mäusen habe ich immer auf Logitech gesetzt. Ich war der Meinung, das ist eine Marke und ich kann auch da entsprechend Qualität erwarten. Über die Jahre habe ich aber festgestellt, dass alle Logitech-Fabrikate, die ich so im Haushalt hatte, irgendwann immer den Geist aufgeben mit dem gleichen Problem. Es lassen sich keine Texte mehr markieren. Damit meine ich, dass ich die linke Maustaste gedrückt halte und über den Text drüber ziehen will und das funktioniert irgendwann nicht mehr. Also habe ich mich nach einer anderen Maus umgeschaut und bin auf diese Voxon-Maus gestoßen, die eigentlich wie ein billiges China-Produkt anmutet, aber mich jetzt eigentlich überzeugen konnte. Das wird jetzt kein richtiges Review, ich will euch einfach nur mal meine Erfahrungen mitteilen, die ich mit der Maus so hatte. Fangen wir mal von vorne an, und zwar mit der Verpackung. Die ist Frustration-Free zertifiziert, also frustrationsfrei. Das mag ein toller Marketing-Gag sein, weil natürlich der Hersteller Verpackung spart, fand ich aber echt toll, weil ich krieg nur das, was ich brauche, eine Maus, die ist ausreichend geschützt, wenig Verpackung und ja, was soll ich dazu sagen? Besser als diese riesen tollen Blister-Plastikverpackungen. Man bekommt auch kein Bluetooth-Dongle mit, finde ich aber nicht dramatisch. Erstens macht das die Maus wahrscheinlich auch entsprechend günstig und zweitens hat ja heute eigentlich jedes Gerät Bluetooth integriert, wenn nicht, kann man einfach einen Bluetooth-Dongle günstig nachkaufen. Der Formfaktor ist vergleichbar mit einer klassischen großen PC-Maus. Damit meine ich, das ist nicht so eine kleine fummelige Laptop-Maus. Ihr seht jetzt im Video mal den Vergleich zwischen meiner Logitech M500 und der Voxon-Maus. Die Voxon-Maus ist zwar ein bisschen kleiner, aber nicht viel kleiner. Und wenn man die beiden Mäuse so anschaut, kann ich auch die gleich mal vergleichen, denn von dem Funktionsumfang sind die, bis auf den Unterschied mit Kabel und Funk, eigentlich identisch. Die haben oben ein Mausrad, die haben eine Taste, um die Präzision einzustellen und die haben halt an der Seite diese Vor- und Zurücktasten. Bei der Ergonomie, beim Komfort und auch bei der Präzision kann ich jetzt gar nichts Negatives sagen. Ich habe halt als Referenz diese Logitech M500, aber die Voxon, die ja, funktioniert einfach. Die fällt einfach nicht negativ auf, die fällt jetzt nicht besonders positiv auf. Das ist halt eine Maus und die funktioniert und ja, was soll ich noch dazu sagen? Also mir hat die sehr gut gefallen, liegt gut in der Hand, ist sehr griffig, fühlt sich wertig an und tut, was sie soll. Normal müsste ich ja jetzt um der Vollständigkeit halber auch noch irgendwas kritisieren. Da muss ich aber zugeben, da fällt mir gar nichts ein. Keine Ahnung, ist einfach eine Maus, funktioniert einfach. Ob die dann irgendwann die gleichen Probleme wie die Logitech entwickelt, kann sein, muss ich mit der Zeit sehen. Das fände ich aber bei der Maus nicht mal so dramatisch. Die kostet 13 Euro bei Amazon, die M500 kostet im billigsten Fall 20 Euro, kann aber auch mal 30 Euro kosten. Da würde ich sogar einsehen, Abstriche machen zu müssen. Ich würde mich ganz besonders freuen, wenn ihr mal kommentieren würdet, was ihr so Probleme mit euren Mäusen habt und ob das eine bestimmte Marke betrifft. Falls ihr auch eine Voxon-Maus habt, ja, bitte schreibt es auch in die Kommentare oder falls ihr eine andere favorisierte Maus habt, auch gerne. Ansonsten könnt ihr natürlich den Kanal hier abonnieren und im Abspann gibt es dann auch noch ein paar spannende weitere Videos.